So, und jetzt auch wieder willkommen zurück den Leuten bei YouTube, die das wunderschöne Glück haben, nämlich nicht diesen Stream zu gucken, der natürlich ungeschnitten ist und habt da nicht alles gesehen und viel Leveling und anderen Spaß parat hat. Ach komm, Trainerkämpfe nehmen wir mit, die geben Erfahrungspunkte. Hast du die Öffnungszeremonie gesehen? Na klar hast du das. Dieses ganze Spektakel hat mir total Lust auf einen Kampf gemacht. Mir auch. Es ist Zeit für ein Duell. Haha, falsches Spiel. Oh, Wulpix. Na, was ein Zufall aber auch. Ja. Na komm, Doppelkick. Blöder Ruckzuckhieb. Wobei ich hier natürlich auch jetzt mit meinem Wasser-Pokémon hätte glänzen können. Aber weißt du was? Ich kann auch Ruckzuckhieb. Und ich glaube, damit komme ich ein bisschen besser durch. Wenn man die größere Initiative in so einer Situation hat. Yes, sir! Wunderbar! Meine Pokémon steigen wieder ein paar Stufen. Gewissheit. Ich würde gerne wissen, was Gewissheit eigentlich macht. Gewissheit ist eine Unlichtattacke. Hat das Ziel während der Runde schon Schaden genommen, wird die Stärke der Attacke verdoppelt. Wow. Das ist cool. Was lassen wir denn darauf hin? Der Anwender greift zusammen mit allen... Ja, das klingt ziemlich cool eigentlich. Ja, dann nehmen wir das hier. Das raus, das andere rein. Und schwupp. Das ging flott. So, weiter geht's. Oh, Unratütox ist, by the way, ein seltenes Pokémon in diesem Gebiet. Deswegen müssen wir hier vorsichtig sein. Probier's trotzdem mit Doppelkick. Oh, scheint nicht sehr effektiv zu sein. Aber das macht nichts. I. Oh nee, jetzt wird's auch noch vergiftet. Nee, Glück gehabt. Naja, komm, probieren wir es einfach mit Blut. Und hoffen, dass wir es nicht kaputt machen. Ja, sehr gut. So, einmal einen Ball. Vielleicht kriegen wir es auch gleich gefangen. Yes, das ist meins. Und gleich nochmal ein Level-Up hinterher. Finde ich schön. Und ein neuer Pokédex-Eintrag. So, es liebt schmutzige Orte. Angeblich zieht es auch in menschlichen Behausungen ein, wenn man zu viel Müll herumliegen lässt. Nein, ich möchte ihm keinen Namen geben. Ich finde das Viech irgendwie lustig. Das sieht irgendwie so schlabbelig aus. So, hier haben wir noch eine Trainerin. Ich lerne gerade alles über Fremdsprachen, Computer und Pokémon. Das freut mich aber. So, womit kommst du denn jetzt hier um die Ecke? Pam Pam. Okay. Genau, damit habe ich gerechnet. Egal, dann nehmen wir weiter Doppelkick. Kämpfen wir, bis eins meiner Pokémon nicht mehr weiter kann. Tackle. Das ist cute. Aber ich glaube, der Kampf ist schon entschieden. Das klingt so ein bisschen, als ob es gute Nacht sagt. Wie verloren?
Habe ich etwa nicht genug über Pokémon gelernt? Ich denke nicht, mein Kind. So, haben wir hier noch irgendwo... Na, ja, fuck it. Ich wollte gerade fragen, haben wir hier vielleicht noch irgendwo Pokebälle, die wir, also Items, die wir sammeln können? So, einmal kurz einen Doppelkick. Dann haben wir das hiermit eigentlich auch schon geklärt. Oh, einer reichte. Sehr gut. Wunderbar. Toll, hier haben wir nur... Au, oh, da glitzert was. Feuerheiler. Was haben wir hier? Tipps für Trainer. Du kannst auch auf Routen dein Pokécamp aufschlagen. Beim Camping können deine Pokémon Erfahrungspunkte erhalten. Wenn du an einem geeigneten Ort zum Campen bist, kannst du auch die Zelte anderer Trainer besuchen. Okay. Bist du Freund oder Feind? Feind. Egal. Auch du willst nur besiegt werden. Schüler Jobby fordert mich heraus und er wendet Knospi an. Cool. Das wird ein flotter Kampf. Eine Nitro-Ladung für dich. Und Boni für unseren kleinen Kickerlo. So, oh Gott. Nein, ich wollte das Pokémon nicht wechseln. Ich wollte eigentlich Kickerlo lassen, weil Feuer. Ach komm, nochmal eine Nitro-Ladung, um nochmal die Initiative aufzupusten. Sehr schön. Och, Menno, wie blöd. Deine Pokémon sind einfach zu stark. Tja, du hast hier auch gerade quasi gegen einen neuen Arena-Leiter gekämpft. Ah, da kommt ja unser Arena-Challenger. Dein großer Auftritt bei der Eröffnungszeremonie war echt cool. Glückwunsch. Huch, wo hast du denn Hopp gelassen? Der ist schon vorgegangen. Typisch Hopp, er kann einfach nicht stillstehen. Aber so kenne ich ihn. Er will so schnell wie möglich in die Fußstapfen seines Bruders treten. Wo du gerade hier bist, ich kann dir etwas Interessantes erzählen. Siehst du dieses Gebäude da drüben? Das gehört dem Ligapräsidenten Rose, oder genauer gesagt seiner Firma. Am Ende von Route 3 gibt es eine Mine. Die Firma von Rose nutzt das Erz, das dort abgebaut wird, um Energie zu gewinnen. Rose spielt also auch eine wichtige Rolle bei der Energieversorgung der Galar-Region. Ich kann nicht sagen, dass ich ihn wirklich verstehe, aber er ist schon ein bewundernswerter Typ. Puh, jetzt habe ich dich ganz schön zugequatscht. Danke, dass du mir so geduldig zugehört hast. Hier, dieses Fluchtseil hast du dir verdient. Danke. Okay, damit können wir aus Höhlen raus. Oh, und deine Pokémon kann ich bei der Gelegenheit auch gleich wieder fit machen. Perfekt. Bis Turfield liegt noch ein weiter Weg vor dir. Reisen gehören eben auch zur Arena-Challenge. Mach's gut! Wie nett. Oh, was haben wir denn hier? Gesteins Pokémon. Ein Klonkett. Ha, bin ich mal gespannt. Ob ich ihn jetzt mit Doppelkick einfach wegmatche. Oh, ja. Das ist ein bisschen Blade. Aber okay. Dafür gibt es Erfahrungspunkte. Alles ist voll safe. Wir können auch ganz langsam und behutsam gehen. Nebenbei hier oben gab es noch... Da oben gab es eigentlich noch eine, einen Pokéball. Aber ich würde ganz gerne das Pokémon hier einfangen.
Aber ich meine, wenn wir es hier schon so offen rumflitzen sehen, dann warum nicht? Naja, machen wir es einfach mit einem Druckzuck-Hieb. Es war aber klar, dass es nicht sehr effektiv ist. So, Rauchwolke. So, das ist auch klar. Doppelkick. Na komm, probieren wir es einfach mit einem Ball. Jo, perfekt. So, Erfahrungspunkte gibt es zum Glück trotzdem. Neuer Eintrag. So, es wurde vor ca. 400 Jahren in einer Kohlemine entdeckt. Sein Körper besteht fast aus denselben Komponenten wie Steinkohle. Oh, super. Nein. Ich will es nicht in meinem Team haben. Warum auch? So, ich würde aber ganz gern nochmal... Nee, ich dachte, ich könnte nochmal mit der Dame reden, dessen Namen ich vergessen habe. Na gut, dann kämpfe ich gegen dich. Wolltest du dich etwa an mir vorbeischleichen, ohne vorher mein Pokémon zu bewundern? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich schon mit dir kämpfen. Mathilde. Fililu, yay! So. Hier kriegst du mal einen Doppelkick. Kick. Oder einen Einfachkick an der Stelle. So, als nächstes kommt Raffel. Raffel, 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 Raffel. Welcher Typ ist nochmal Raffel? Keine Ahnung. Lassen wir es einfach. Ach, ja. Kriegt er auch wieder einen Kick ab. Oh, er braucht sogar zwei. Das ist schon mal eine Leistung. Mir ist es schnurzpiep egal, ob ich gewinne. Ich wollte dir einfach nur meinen Pokémon zeigen. Und dafür auch gleich das Kind ausgenommen. Sehr gut. Oh. Das ist ein Bärenbaum. Willst du ihn schütteln? Jo. Pimselbeere, eine... Okay. Weiter schütteln. Okay. Es ist bereits fünfmal was im Baum gefallen. Weiter schütteln. Weiter schütteln. Und es kommt noch ein Pokémon. Oh, nochmal ein Raffel. Aber okay. Wir haben zumindest einige Beeren bekommen, glaube ich. Oh. Es könnte sein, dass im zweiten Hit. Oh, hat es doch geschafft. Ich dachte gerade, dass es ziemlich stark wäre. Und wir zufällig nochmal einen zweiten ja, es war vielleicht nochmal eine zweite Runde brauchen, aber okay. Soll irgendwas gegen Brüller verlernt werden? Brüller verjagt das Ziel und ersetzt es durch ein anderes Pokémon. Beenden Kampf in der Wildnis. Nee. Oder? Ja, weg damit, brauche ich nicht. So, in der Nähe, Pokémon in der Nähe haben alle herumliegende... Nein! Na gut, ein paar habe ich zumindest noch bekommen. Ah, hier ist der Ball. Ich bekomme den Prügler. Damit kann ich jetzt Pokémon auch gelegentlich mal was ausprügeln. Okay, hier ging es nicht weiter, das heißt, ich muss hier hoch. Ich,
Ich stelle sowohl Briefe als auch Niederlagen zu. Als ob. Das haben schon so viele gesagt. Postbote Peter. Oder Pieté. Pieté, glaube ich eher. Ach, ich dachte gerade eben, was wird das denn? Ein Botogel. Aber soweit ich weiß, ist das auch Eis. Ja, sag ich doch. So ein paar Pokémon kenne ich halt noch. Da habe ich dir wohl versehentlich den Sieg geliefert. Ja, dankeschön. Bin ich auch sehr stolz drauf. Hallo, das ist mein das Camp von Lea. Möchtest du dich dazugesellen? Ja, warum auch nicht? Dann spielen unsere Pokémon vielleicht mal ein bisschen gemeinsam. Was war das gerade? Mit Trainer reden. Guten Tag, Sunny. Ist hinterhältig, nicht wahr? Wer Sunny ist? Bist du Sunny? Na komm. Hallo? Oh oh, Ausrufezeichen. Bam! Das ist ja süß. Oh. Okay. Probieren wir es jetzt mal mit Werfen. Das war aber ein schlechter Wurf. Ey, komm, hol ihn dir. Oh, ist das lieb von dir. Nein, du sollst den Ball wieder herholen. Ja, guck mal, das Vulpix macht das richtig. Dankeschön. Okay, hab's verstanden. Du willst nicht mehr. Oh, dankeschön. Du bist aber lieb. Ausgezeichnet. Na gut, dann wollen wir mal wieder zurück. Camp verlassen. Wir haben ja noch einen kleinen Weg vor uns. Und zwar bis da nach oben. Da ist diese Mine. Je nachdem, was für ein Typ ein Pokémon angehört, ist es im Kampf entweder im Vorteil oder im Nachteil. Also deine sind definitiv ein Nachteil. Alleine wegen der Stufen, wegen dem Stufenunterschied. Thermopod! Und cooles Ding. Käferfeuer oder sowas. Komm, kriegst erstmal einen Doppelkick ab. Komischerweise halten die wenigsten Pokémon. Oh. Tatsächlich ist das nicht sehr effektiv. Krass. Oh, das ist Unlicht. Das könnte wehtun. Ja, dann nehmen wir einfach Ruckzuckhieb. So, Typ normal ist, oder Angriffe auf normal sind eigentlich nie verkehrt. Weil ich glaube, es gibt keine Schwächen gegen normal. Kirada. Ne, das behalten wir. Weil das ist ein Käfer-Pokémon. Und Käfer mögen es nicht so gerne angezündet zu werden, habe ich gehört. Sehr gut. Oh, auch ganz schön dicke Erfahrungspunkte bekommen gerade. Wenn man jemanden herausfordert, der älter ist, fühlt man sich im Nachteil. Nein, das war's nicht. Eigentlich hättest du auch gewinnen können, wenn du deinen Pokémon trainieren würdest. So wie ich. Und so, super Drang. Jetzt bin ich mal gespannt. Da vorne steht noch jemand. Hallo, meine kleine Schwester und ich betreiben hier und hier unser eigenes mobiles Pokémon-Center. Die Galarmina 1 ist ja schließlich nicht gerade ein Zuckerschlecken. Warte, ich pepple deine Pokémon wieder auf.
Du kannst mich jederzeit ansprechen, wenn du meine Hilfe brauchst. Das freut mich. Na, das sieht doch mal schick aus hier. Hier haben wir nochmal ein neues Pokémon. Das nehmen wir gleich mit. Ein Fleckneul. Bin mal gespannt, was passiert, wenn ich Doppelkick ansetze. Oh. Das bringt ja überhaupt nichts. Notsituation. Wow. Okay, dann eine Nitro-Ladung hinterher. Hoppla. Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es so einen Schaden raushaut. Vor allem hier sind dann auch noch die ganzen Trainer. Oh, hier leuchtet was. Ein Beleber. Mein Partner und ich sind ein Dreamteam, sowohl auf der Arbeit als auch im Kampf. Okay, mit wem kommt er jetzt? Mit Macho Mai? Kiesling. Ja, ist ja cute. Ja, probieren wir es einfach nochmal mit Nitro-Ladung. Aber klar, dass es nicht effektiv ist. Aber Initiative steigt. Und wir kriegen einen Tackle. Na gut, aber der hält zumindest nicht ganz so viel aus. Ich probiere es jetzt nochmal mit Doppelkick. Okay, das wäre die Lösung gewesen. Einfach mal doppelkicken. Das ist so, weil Stein und Tritt, das kommt vielleicht nicht so gut. Okay, das war jetzt nicht ganz so traumhaft. Tja, so kann es passieren. Was ist denn hier? Ist das überhaupt der richtige Weg? Hier war auf der rechten Seite etwas. Aha. Vielleicht ist es nicht der richtige Weg, aber wir bekommen jetzt eine Superbälle. Das ist super. Oh, sehr schön. TM 54 Felswurf. Einfach mal random aus dem Nichts geholt. Wirft 2 bis 5 Mal in Folge Felsblöcke auf das Ziel. Das ist auch super. So, damit haben wir hier ein Secret sozusagen. So, müssen wir hier noch weiter gucken. Ah, klar, wie vorbeigesneakt. Aber wie dem auch sei, wir werden den uns trotzdem noch holen. Aber ich meine, warum sollten wir nicht Arena-Kämpfe bestreiten? Wer auf der Arbeit ordentlich verschaffen will, muss regelmäßig trainieren. So, Praktibalk. Was bist du? Bist du ein Holz-Pokémon? Dass du so einen komischen... ein komisches Dinges mit dir rumschleppst? Okay, Gestein. Anscheinend zu einem Teil. Aber egal. Putz. Auf die Nase. So, was kommt jetzt als nächstes? So, wieder 2 Level-Ups. Noch ein Praktikball. Was war denn das? Gestein. Gestein, das ist gut. Wir haben nämlich kein Pflanzen-Pokémon. Wir haben Wasser-Pokémon dabei. Das ist top. Nehmen wir das doch diesmal. Weil wenn das wirklich ein ein Gesteins-Pokémon ist, dann kann jetzt die Aquaknarre ihn echt mies hitten. Okay. Ist es wohl doch nicht.
Dann probieren wir es mit Unlicht. Okay, das ist gar nicht effektiv. Aber hey, zurückgeschreckt wenigstens etwas. Klaps. Wie das einfach mit dem Pfosten prügelt. Sag mal, wie frech ist das denn? Hilfsmittel. Und dann auch auf Illegale. So, als nächstes kommt nochmal Praktikball. Ja komm, wir probieren es mal mit Voldi. Zur Not kann man immer noch mit ein bisschen anknabbern mit Unlicht. Und vielleicht finden wir noch irgendwann mal die Schwäche raus. Erstmal ein Wangenrubbler. Klappt. Schön. Ja, dann beißen wir noch mal ein bisschen. Dann kannst du mich noch zurückschrecken und ist paralysiert. Und noch mal. Nom. Öi. Okay, er kommt wieder mit einem Klaps um die Ecke. Was soll's? Dann nehmen wir halt eben Tackle. Ich frag mich echt, was gegen ihn gut wäre. Weil ich kann ihm gerade echt nicht abblocken, was er eigentlich für ein Typ ist. Das hat wehgetan. Ja komm, nochmal ein Wangenrubbler. Einfach für die Paralyse. Na. Okay, einen Hit haben wir noch. Ruhig nochmal ein Wangenrubbler. Ein Glück, dass er keinen Ruckzuck-Hieb kann oder so. Sonst hätten wir tatsächlich ein Pokémon verloren. So, das war eine lehrreiche Trainingseinheit. Und sie freut sich darüber. Das ist aber schön. Wenn sich jemand über seine eigene Niederlage trotzdem noch freut, das finde ich herrlich. Training ist wichtig und nach einem Fehlschlag daran zu bleiben, ist sogar noch wichtiger. Das ist schön. Wir laufen nochmal zurück. Wir heilen uns noch. Wir lassen nochmal eben unsere Pokémon heilen. Weil wir gerade eben ja doch. Doch gut Schläge kassiert haben. Na komm, aber dich würde ich ganz gerne mitnehmen, weil, damit ich einfach endlich raffe, was du für ein Typ bist. So, effektiv, effektiv, effektiv. Ja, wenigstens etwas. Dann kriegst du jetzt nochmal eine Nitro-Ladung. Ganz toll. Das hat jetzt der Levelunterschied uns uns gebracht. Wir probieren es aber trotzdem weiter. So. Ja, dann probieren wir es einfach mit dem Ruckzucki. Aha. Okay, das ist super. Keine Attacke hat bisher Schaden gemacht. Das ist schön. Dann versuchen wir es jetzt mit dem Ding zu fangen. Och, echt jetzt? Aber wieder ein Silberblick, wenigstens etwas. Habe ich irgendwas, was nicht ganz so viel reinhaut? Ja, ich probiere es einfach nochmal mit dem Ruckzuck-Hieb.
Ja, gut. Steinwurf. Das kann jetzt wehtun. Sag ich doch. Sehr effektiv. Bitter. So, und nochmal einen Pokéball geworfen. Jetzt, wo er gut Lebenspunkte verloren hat. Sehr schön. Ausgezeichnet. Jetzt ärgert es mich ein bisschen, dass mein kleiner Hoppelhase besiegt ist. Wow! Eine Entwicklung. Nanu, Kleptifuchs entwickelt sich. Wow. Glückwunsch, Kleptifuchs hat es zu Gaunux entwickelt. So, und was ist Gaunux genau für ein Pokémon? Das bleibt bei Unlicht. Okay. Es markiert heimlich die Beute, auf die es ein Auge geworfen hat. Dann folgt es dem Geruch und stiehlt sie, wenn sie die Gelegenheit bietet. Versucht Raub zu lernen. Mal gucken, was Raub überhaupt bringt. Raub Unlichtstärke ermöglicht es, das Item des Ziels zu stehlen, solange der Anwender selbst keins bei sich trägt. Ist das geil. Mal gucken, 60. Ja, komm, dann nehmen wir die raus. Ist jetzt auch Wurst. Aber Raub klingt schon mal echt mega gut. Für Praktibike wurde ein Eintrag im Pokédex. Kampf. Es war einfach Kampf. Sehr witzig. Es hilft gerne auf Baustellen aus, bleiben diese bei Regen geschlossen, macht es seinen Ärger Luft, indem es seine Holzbalken schwingt. Okay. Ja, wie gesagt, einmal kurz meine Pokémon wieder heilen. Und dann geht's auch direkt weiter. So. Aber nicht für die Leute bei YouTube. Die müssen jetzt leider erstmal kurz einen Tag warten.